Das ist ja graben und dann. Keine Ahnung. Damit ist es, glaube ich, eine Kicker. Ja. Das klang krass, Alter. Oh, Virginia ist auch gleich hier. Ich weiß nicht, bei mir sitzt sie irgendwo im Camp. Ne, das funktioniert bei mir wirklich gut. Das ist gut. Vielleicht weil du der Host bist. Das kann sein, ja. Aber gut, dass sie jetzt auch um die Ecke kommt, dann kann ich ihr gleich einen Schock angeben, bevor ich alles leer schieße. Nee, jetzt ist sie hier bei uns, jetzt ist sie hier bei uns. Ich werde auch sehen, wie die Waffe hält. Hier ist er bei mir. Bei mir, Schätzelein. Nee, die hat Beeren für Fabienne, so wie es aussieht. Was hat sie? Beeren für Fabienne. Hä? Oh, muss ich die aus der Hand legen, oder was? So, jetzt hat sie mir die Beeren gegeben. Easy. Warte mal, ich muss die aus der Hand legen und dann kann sie die kriegen. Mehr ja. Oh nein. Fuck. Oh nein. Na, kann ich den mal bewegen? Nee. Ja, dann muss sie kurz weggehen. Fuck. Warte, ich muss dich töten, dafür bringt nichts. Einer noch. Jawohl. Ja, weil ich gleichzeitig eine Beere gegessen habe. Ja, das ist ja genau. Mit so. Multitasking kann das Game noch nicht so. So, perfekt, danke. Jetzt muss sie nur mal. Komm mal her hier. Gibt keine Beeren mehr, alles gut. Doch, da sind noch welche. Ich sehe sie. Aber Virginia bewegt sich jetzt nicht mehr. Nee, wahrscheinlich, weil die noch mit denen in Interaktion ist. Jetzt sind keine Beeren mehr hier. Ja, und ich kann ihr nichts geben. Oh, ist das abgefuckt. Kannst du ihr was geben? Oder wegnehmen? Vielleicht hilft das. Okay. Jetzt mal schließen vielleicht. Geh doch mal hin jetzt. Ah, sie guckt auf jeden Fall wieder euch. Oh, nee. Wahrscheinlich neu laden, ne? Haben wir hier ein Zeltchen in der Nähe? Ja, oben. Kurz speichern. Ich will nämlich jetzt unbedingt sehen, wie sie die Scheiße hält. Ja, dann kannst du dir auch tatsächlich gleich eine Shotgun neu holen. Bitte? Dann kannst du dir auch gleich eine Shotgun neu holen. Ja, eigentlich schon, ne? Aber ich würde gerne erstmal. Würde ich pennen? Nee. Nö, ist noch. Tag 8 das letzte Mal gespeichert. Uiuiui. Ja, dann mach ich kurz einen neuen Server jetzt, ne? Ja. Ich geben. Warte, ich nehme ihr mal. Vielleicht kann nur einer ihr überhaupt Waffen geben. Oder so. Warte, ich I don't know. Hast du auch R gedrückt? Ach so, muss ich? Oh, du Honk! Wieso er? Oh. Jetzt. Aber da kriegst du später nochmal. Warum ist denn das Zelt jetzt kaputt? Vielleicht ist er dagegen gelaufen.
Da kriegt sie später nochmal Aufsätze drauf, eine schöne Taschenlampe oder sowas. Wie kann ich hier GPS vor allem das geben? Witzige ist ja, du musst die auch, das ist gleich oben rechts. Das Geniale ist ja tatsächlich, es ist Schnee da. Wie? Es liegt Schnee. Wo? Überall? Nein. Ja, doch. Nein. Ist mein Fuck, es liegt überall Schnee. No shit, Alter, guck bei mir in Stream. Ja, ich seh's. Ja, du, hast deine, du hast deine Dings auch auf, deine Taucherausrüstung. Ah, fuck. Es liegt überall Schnee, Alter. Ach so. GPS. Ah, okay. Jetzt. So. Yo. Achievement. Nice. Okidok. Also direkt nochmal eine neue Shotgun holen, oder was? Bietet sich ja an, ne? Ja. Wenn wir eh schon hier um die Ecke sind. Warum du willst, es liegt überall Schnee. Bei mir ist doch Herbst. Das ist halt ein bisschen merkwürdig jetzt, weil wenn ich hier Kältungsschaden kriege, oder ähnliches... Das wäre natürlich krass. Das wäre ganz schön assi. Aber bis jetzt dürfte dir ja auch nicht kalt sein, oder? Nee. Surround Sound, Alter. Das war die beste Werbung dafür. Oh, ich habe ja fast keine AP. Das hatte ich schon wieder verdrängt. Ach ja, bitte. Schnell ein paar Smarties schlucken. Ach, fast keine mehr. Geht noch. Ja, irgendwie habe ich ja kein Glück mehr mit den Busch-Hugos. Die machen mich ja voll rund jedes Mal. Ich guck mal nur in eure Kisten rein, ja? Ich brauche nämlich das Zeug hier. Macht's ab. Ja, du kannst verbluten in Ruhe. Völlig in Ordnung. Ich genehmige dir das. Komm her hier. Oh. Oh, Alter. Ich hab nur aus dem Augenwinkel gesehen, wie er weggeflogen ist, Alter. Virginia, die Maschine, ey. Ja, die wird langsam warm mit den Kniften. Ja, Mann. Ach, hier ist er. Boah, ich sehe dich sogar nicht auf der Map sogar. Aber es macht wohl scheinbar keinen Unterschied, wer die maximale Verbundenheit mit ihr hat. Sie geht einfach hin und wieder mal zu dem und dann wieder zu dem. Das hat also keinen Ausschlag. Okay. Also keinen Effekt. Ich sehe zum Beispiel jetzt dich gar nicht mehr auf der Map. Ich sehe nur noch Virginia. Ich sehe dich auch nicht. Ja, doch, doch, wenn ich mich umdrehe, dann sehe ich dich wieder. Dann sehe ich das rote T. Nee, gar nicht. Also ja, das auf deinem Kopf, das sehe ich. Aber ich sehe dich auf der Map nicht. Direkt wieder Munition, Alter. Eigentlich kannst du das übel exploiten, oder? Ja. Eigentlich schon. Stellst dich einfach an eine Stelle, wo was richtig Geiles und viel liegt. Machst einen Speicherpunkt und sammelst das einfach 20 Mal ein. Ja, ist halt schön. Ja, das muss irgendwie noch besser gelöst werden. Aber es ist halt schwierig, ne? Weil... Also ja, du brauchst die, also ja das mit diesem Hauptachievement ist halt... Schwierig, Alter. Einerseits brauchst du ja wirklich diesen, dass es neu spawnt. Andererseits ist es halt schwierig, das nicht zu einem Exploit machen zu können. Bild. Oh, bei mir buddelst du gar nicht. Ah, jetzt? Ah, ja. Habe ich auch wieder eine. Hat sie denn ihre jetzt noch? Okay, ja, hat sie. Warum nicht? Sie hat ja noch meine Pistole. Ja, ich weiß ja nicht. Kann ja. Man muss ja erstmal gucken. Achso, warte, GPS habe ich nicht genommen. Das nervt ein bisschen gerade. Mhm. So, dann auf zum großen grünen Aufrufezeichen oben. Abfahren.
Das Gute ist, alle wichtigen Sachen haben wir jetzt. Zumindest alle, die bisher bei uns mitgespielt haben. Yes. Die Waffen, klar, wären das noch Bonus. Aber wichtig ist, glaube ich, da oben gerade wegen der Axt. Genau. Und den anderen Bogen brauchen wir ja noch unbedingt. Ja, da brauchen wir ja Schlüsselkarte für. Genau. Der ist ja... Nee, das ist der Crossbow. Ich weiß nicht mehr, wo wir den Kompositbogen gefunden haben. Brauchten wir da auch? Nee. Das war so ein One-in-a-Million-Bunker. Der dürfte auch gar nicht so weit weg von hier sein. Ah, war der nicht rechts? Der war rechts, ganz rechts. Da, wo wir gesagt haben, hier, lass uns das zu den Bunkern links gehen, zu den Minen. Und du hast gesagt, nee, lass erst zu dem grünen Punkt rechts gehen. Mhm. Ja, weil der Crossbow ist im Food-Bunker. Aber ich meine den anderen, den Kompositor. Ja, der war ja unten in dem Schlafzimmer, beziehungsweise im Badezimmer. Genau. Wieder Kilometer latschen hier. Bisschen Wandersimulator. Also mal kurz gucken, ne? Bei dem Pullover, den wir gekriegt haben. Ne? Wärme. Taktische Jacke ist schlechter. Der Kapuzenpullover schützt uns nur nicht gegen Regen. Also die taktische Jacke ist allgemein gar nicht mal so gut. Erwartet man gar nicht. Nee. Eigentlich müsste das Ding doch übel krass sein. Ja, aber nee. Ja, aber nee. Na Gott sei Dank sehe ich dich so auf als Charakter. Das wäre richtig bitter. Dann würdest du die ganze Zeit so ausflippen wie ich bei Kelvin immer. Ja. Und dann fünfmal calle, dass ihr verfolgt werdet und im Endeffekt ist es nur Kelvin, der euch irgendwas geben will. Ja, ist gut, right. Ah, schön. Oh, schon wieder 5 Uhr, wa? Leckerchen. Ja. Ich darf auf jeden Fall heute nicht so lange pennen. Nee. Weil ich ja morgen Spätdienst habe. Ja, das ist ja schon mal gut. Da muss ich ja noch einen Solo-Spielstand anfangen, wa? Könnte sein, ja. Also ich wäre nachher auch wahrscheinlich bis zu zwei da. Okay, dann fange ich vielleicht doch keinen Solo-Spielstand an. Und dann muss ich definitiv pennen. Guten Tag. Was machen Sachen? Played, Löwe. Nicht well genug. Na, wollt ihr ihn wegziehen? Das geht auch. Oh, oh! Alter! Ja, schreib mich nicht mehr an. Oh, das sind. Was macht denn jetzt? Ich glaube, wir wollten ihn hochheben und verurteilen. Und denke, warum bist du gestorben? Alter, jetzt bin ich schon. Also weiß ich nicht, was heute los ist. Das ist mir in den anderen Runs einmal passiert. Jetzt falle ich direkt wieder um. Ich konnte noch nicht mal meine Waffe ziehen, Alter. Ich fällst du wieder. So, jetzt ziehe ich aber schnell meine Waffe. Und zwar die richtige. Lebt immer noch. Oh, stabil, ne? Jetzt aber nicht mehr. Meine Güte, was los mit ihm?
Das ist also das Seilcamp, ja? Ja. Unten kommt schon wieder so ein Lummi. Erstmal eine Medizin schlucken. Und essen wir noch schnell was? Oh, geht noch gut. Ah, ich hab Hälfte weg. Ich bin weiter, ne? Ja. Ich geh schon mal buddeln. Bauen wir den Kompositbogen, ey. Ja, können wir dann hingehen. Dann gehen wir zu unserem Camp. Füllen alle Ressourcen auf. Pennen, speichern und dann geht's weiter. That's a plan. Gar nicht so lange warten heute hier. Weil wir haben jetzt mit Hausbau und ein bisschen Badenbau jetzt gut Zeit verbracht. Oh ja. Ja, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Progress machen. War aber auch echt mal eine nette Abwechslung so. Ja. Bausystem fühlt sich auch gut an. I like. Ja, bis auf hier ein paar Sachen. Skill-Issue ist das. Mich hat schon wieder jemand mit einem Stein abgeschmissen. The fuck? Was machst du denn da? Rüste doch eine verdammte Schaufel aus. Wo ist die Scheiße? Ich glaub hier bei mir. Ich glaub hier wirklich bei mir hier. Ah, hier. Hier ist es. Jetzt erkenne ich es auch. Ich dachte, das wäre Dreck. Lass mal drauf gucken, was da drauf steht, welche Basis das ist. Maintenance Beam müsste es sein, ne? Ja, Buddel Simulator auch noch. So, jetzt. Oh, warum ist das denn jetzt? Ich hab, no! Ich hab noch nie so eine Tür aufgemacht, Alter. Jetzt habe ich es aufgemacht. Ne, alles gut. Es gibt ja noch mehr. Ne, A. A? Ja. Na gut, da muss man auch auf jeden Fall in dieser Reihenfolge da rein. Weil hier ist jetzt auf jeden Fall eine Schlüsselkarte drin. Warte mal. Oh, wusstest du das? Öffne mal den Rucksack hier. Also nur den Rucksack öffnen. Den Waff. Ja, dass es leuchtet. Ja. Ja, auch in der Farbe, in der man es einstellt. War mir jetzt gar nicht so bewusst. Hier liegen noch zwei Kisten. Ach, vergessen. Ist mir relativ früh aufgefallen, weil ich das auf blau gestellt hatte und dann hat alles blau geleuchtet. Nicht sogar der Compound-Bau hier. Nee, hier ist die Axt. Der Anzug. Wartungsschlüsselkarte. Hier liegt auch der Laserpointer. Ja. Für die Pistol. Please talk to me, Jurek.
Also zum Beispiel für sowas wäre das relevant hier zum Beispiel. Wenn man sich schnell die Tech-Rüstung craften will. Blind. Bin ich. Was ist denn die scheiß Axt? Axtkasten? Ja. Carl Planter. Hallo. Hallo. So, und dann kannst du dir erstmal welche machen hier. Nee, mach doch die zwei da noch durch. Ich hab ja gerade aufgefüllt alles. Ja, ja, deswegen ja. Ich hab 4. Jetzt schon oder danach? Nee, 4 habe ich jetzt. Das ist der 5. Mit dem wär's. Also jetzt habe ich 6 dann mit dem. Die Rüstung. Bisher haben wir sie nicht ausprobiert. Schön gecraftet. Ich habe sie auf dem anderen Ding, habe ich bis auf 2, habe ich ihn ja auch fertig. Ja, haben wir ja beide. Aber nie angezogen, weil der Helm fehlen würde. Yes. Guck mal, 3 Stück kann ich machen. Reicht erstmal. Gute Songs hier auch. Aber der Bunker vom Compound-Bau sieht fast genauso aus. Ja. So, also dann habe ich sie jetzt auch schon 5-mal gecraftet dann gleich. Ich habe mir extra noch eine Batterie übergelassen. Ja genau, 5-mal habe ich jetzt, perfekt. Sexy Lexi. Oh yeah, baby. So, alles klar. Aber hier, guck mal her. Wenn man sich dieses Bild hier anguckt, dann sieht man ja, das ist ja diese goldene Rüstung da. Genau. Ja, da sind auch schon Ureinwohner, glaube ich, schon abgemetzelt worden. Ja, das hat bestimmt einen Effekt, wenn man die anzieht. Ja, nein. Ich meine, das Bild ist ja gemalt. Es ist ja wirklich... Das heißt, es ist ja schon bewusst gewesen und die haben ja schon bewusst die ganzen Leute auch niedergemetzelt. Die ganzen Einwohner. Das war wahrscheinlich wie so ein Sport. Ja. So ein bisschen wie bei der Purge, dieser eine Teil. Ja. Aber auch das Katana auf dem Bild, das ist mir auch direkt aufgefallen. Du findest das Katana ja direkt im Nebenraum zur goldenen Rüstung. Genau. So sieht's aus. Und ich denke mal, das hat echt einen extremen Effekt, wenn man die goldene Rüstung draußen trägt. Entweder werden sie scheiß wütend oder kriegen scheiß viel Angst. Ich kann mir gut vorstellen, die kriegen wahrscheinlich scheiß viel Angst. Haben wir nie ausprobiert tatsächlich. Nee. Weil wir halt nicht wussten, ja, ob gut, die Rüstung kaputt geht. Ja gut, wir haben ja dann quasi das Ende durchgespielt und dann haben wir direkt abgebrochen. War das denn da in dem Bunker oder war das in dem Bunker davor? Das war in dem Bunker. War das alles in dem Bunker? In der zweiten Unteretage oder so, da findest du nämlich auch die goldene Maske. Ich wollte sagen, Kelvin ist hier, Alter. Wer ist denn der dritte Player, dachte er hier. Er winkt sogar. Ach nee, er hat sich gekratzt. Na, Kelvin? Ginny ist noch bei der Shotgun, warum auch immer. Oder ist sie bei dir woanders? Ja. Das haut nicht richtig hin mit dem Pfeifender. Wo aber wollen wir denn jetzt hin? Ja, wir gehen jetzt erstmal wieder Richtung Base. Ganz zur Base? Warum ist hier nicht mehr auf der Map? Ja, ich weiß es auch nicht. Ach so, weil wir da kein Zelt mehr haben. Deswegen wahrscheinlich. Stimmt. Aber wir wissen ja, wo wir sind. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach dahin, füllen Vorräte auf. Eigentlich bin ich sogar noch echt gut versorgt. Ich bin totenmüde. Oh, da habe ich noch Hälfte.
Aber ja, können wir machen. Ja, wenn wir da sind, dann nicht mehr. Ja, dann nicht, nee. Dann passt das ja. Es ist aber so scheiße dunkel, ne? Ach, wir können auch pennen gehen. Ja, ist besser. Weil ich sehe wieder gar nicht. Na, bau auf. Okay. So. Zack. Oh, warte, ich muss mal kurz wieder den Platz machen. Oh. Ach, Kelvin. Huch. Nom nom nom. Nom nom nom. Marokken. Perfekto, das haben wir. Das kommt weg. Das weg. Trinken erstmal. Ist bei dir jetzt Schnee? Nein. I don't know. Schon seltsam, ja. Okay, let's go. Oh. Können wir auch durchziehen. Ja. Bisschen Progress. Ja, dann hast du deinen Bogen. Genau, der ist mir gerade sehr, sehr wichtig, weil ich den doch oft benutze. Wir könnten, da spricht er nichts dagegen, weil der ist ja sonst nicht drin, ne? Wir könnten da auch jetzt in den Bunker reingehen mit der Schlüsselkarte. In welchen meinst du? Ja, dem beim ersten Drucker. Oh ja, stimmt. Da funktioniert das ja. Richtig. Was waren da nochmal drin? Ah, gute Frage. Gab es da nicht sogar das Kleid? Ja. Was der ist Dining Kleid? Room? Das Kleid, das war der Dining Room? Du gehst doch... Aber der Dining Room war doch der Dingsbogen. Du gehst doch in den Bunker rein. Dann links runter. Machst dann den... Nee, ich meine jetzt in den Druckerbunker. Ja. Dann gehst du doch links runter, dann rechts runter, dann durch die Tür. Und da kommt doch dann ganz viel Wasser, oder nicht? Oder war das der Crossbow-Bunker? Das war der Crossbow-Bunker. Okay, weil dann kriegt man da auch auf jeden Fall Virginias Karte. Die Schlüsselkarte. Perfekt, für Elektronik, brauch ich auch. Endlich wieder Medizin. Da liegen noch ganz viele Batterien von mir, falls du brauchst. Wo, wo, wo? Hinten in den Kisten. Ringkisten? Perfekt, finde noch 4 Batterien. Virginia läuft uns übrigens doch wieder hinterher. So gut. So, da in dem Bunker waren wir. Höhle. Dann hier rechts runter. Boah, Hauptsache, wenn die Sonne voll aufs Display knallt, sieht man gar nichts mehr. Geht bei mir tatsächlich. Außer, weil ich bin doch gar nicht auf der Sonne. Ja gut, okay, so ja, nein. Gedämpftes Licht geht ja noch, aber wenn sie richtig knallt, Alter. Ach schön, mein Topfgummi ist gerissen. Was? Gut. Probleme von Leuten mit langen Haaren. Boah. Oh, zack. Mein Topfgummi ist gerissen.
Das ist kein Satz, den ich von dir jetzt erwartet hätte, bin ich ehrlich. Ja, verrückt. Aber ich habe sowas auch schon mal gesagt, ja. So, da an der Mine war nix heute. Trinken. Hilft bei der Ausdauer. Deswegen mache ich das neuerdings sehr gerne einfach bei so einem Mini-Zwischenstopp. Hm. Das ist korrekt. Hm. Oh, jetzt muss ich aber auch viel gehen. Ne? Oh. Oh, wir können ja auch gegen halb sechs, sieben. Halb sieben, sieben. Wenn ich schon vorher kann, können wir auch Schluss machen. Dann gucken wir wirklich, dass wir spätestens nachmittags so 15, 16 Uhr wieder aufwachen. Das wäre ja ein Träumchen. Im besten Falle früher, weil deine Mutter hat Hunger. Denk an deine Mutter. Ne, wir essen sowieso erst abends zusammen. Das macht's nicht besser. Ah, hier gab's auch Batterien drin. Ne, ja, ich habe ja noch kein Tech-Mesh gecraftet. Ich brauche noch nicht. Warum nicht? Auch eben nicht in der Höhle? Nee, also ich hab Tech-Mesh dabei, ja, aber ich hab die Rüstung noch nicht gecraftet. Das meine ich. Ja. So, die hier sind für mich wichtig. Kohlefaserpfeile. Oh, hier wären noch Batterien für dich. Hol ich auch. Bei paar. Perfekt. Oh, du bist nicht fähig. Ah, endlich Seilrutschen-Dinger, Alter. Hier liegen nochmal Batterien. Jetzt bin ich tatsächlich voll. Da stand eben 800, die hat mich irritiert. Stimmt gar nicht. Boah, ich hab perfekt 250 Milliliter drin. Ein Träumchen. So, ich kann noch mal zwei craften. Bin damit bei 7. Vielleicht crafte ich auch mal schnell. Ja, weil gerade wegen den Batterien, die man hier alles mitnehmen kann. Mhm. Gerade die Sachen, die jetzt wieder über... Ich brauch gar nicht so viel Draht, Alter. Hä? Aber ich bin auch ein bisschen verwöhnt vom letzten Run. Da hatte ich ja alles ultra viel. Brauchst du Draht? Nee. Leiterplatten werden jetzt eng, aber das schaffe ich auch noch. Hätte ich auch noch. Ja, ich habe eh nur noch zwei Tech-Mesh. Und genau zwei Leiterplatten. Passt doch. Fürs Erste. Aber mich würde echt interessieren, wie die aussieht. Ja, machen wir noch. Also spätestens nachher in unserer Session, da werden wir die auf jeden Fall mal ausrüsten, ne? Oh ja. Piep, piep. Ah, Fitnessraum war dafür. Ja, dann kommt doch hier der Dining Room, oder nicht? Nee. Der Dining Room war ja richtig beim Wasser. Hör mal, da kommen die ganzen Boys. Das war ja bei dem, bei den Pflanzen. Mhm. Ich glaube, da hinten war nichts, oder? Außer ein Baby. Zwei Babys. Die haben gerade ausgesehen wie nackte Hunde, Junge.
Ach, da ist es. Ort. Nein, ich weiß schon, was mir jetzt wieder passiert. Gar nichts. Warte. Wie viel 9mm habe ich? Passt. Warte. Worauf? Nee. Einer steht noch. Ja, da war auch zu weit vorne. Voll das Fitnessgerät getroffen. Oh, Fingi. Fingi kommt. Ist gut. Dann können wir uns auf jeden Fall wieder hochlooten mit unserer Ausrüstung. Da bückt er sich nach hinten. Nein, hätte er vorher nicht mitgerechnet. Mann, hat er viel vertragen. Dann können wir auch wieder Rüstung looten, ne? Wo ist denn der jetzt von hier? Ja, steht neben. Oh Gott. Oh nee, der steckt in der Wand bei mir. Ja, besser. Hoppala. So. Fertig? Ja. Los. Heuchen! Wieder ganz verdächtig in der Wand gesteckt. Alles kein Ding. Hier. Jetzt. Jo, los. Jo. So, dann er hier. Hoppala. Ah, hier. Hast du? Ja. Oh, hier leuchtet noch was. Doof. Die anderen sind geplatzt wahrscheinlich. Ah, nee. Ach, guck mal, hier schön auf dem Laufband. Ja. Jo, hab. Jo. Ja, ich dachte, ich konnte hier irgendwie runterfangen. Dann habe ich gar festgestellt, dass der immer wieder zurückgefahren ist. Dann dachte ich, ja, das Laufband ganz an, aber. Ist nicht an. Ach, guck mal hier, ich hab. Oh, warte mal, ich kann nicht. Nee, da kotzt einer. Ja, das ist ja so ein Finger. Daneben. Also ich hab daneben gehauen. Was hab ich getroffen? Das sieht so witzig aus, wie du da immer langläufst. Ja. Nice. Wo ist es? Jetzt. Wo ist es? Hier. Jo. Gut. Okay, jetzt gucke ich auch wirklich auf diese ganzen Tresen, ob hier irgendwelche Nachrichten sind. Wobei so Musik. Ja. Ach, hier fetzt es jetzt perfekt. Was hast du? Hier fetzt jetzt Musik. Wenn ich in den kleinen Nebenräumen bin. Erholung. Muss sein. Oh yeah, baby. Hier ist nichts weiter? Nö. Hier ist so ein Doppelter. Ha. Boah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Mal aus der Wand raus. Boah, nee, geht nicht. Ja, das Beste hoffen, wa? Ja. Und, oh, und los geht's. Oh, ich stehe auf hier. Da kommt was. Angepatscht. Hey, wieso? Nee. Warum heißen die verschieden? Was denn? Normalerweise, wenn ich es aufhebe, heißt es Mutantenrüstung. Jetzt eben hat er gesagt, kann nicht mehr tragen. Unheimliche Rüstung. Jetzt ist mir das hier runtergefallen. Oh, doof. Unheimliche Rüstung? Ja, Creepy Armor, so heißt es ja eigentlich auch auf Englisch. Was ist denn eine andere Rüstung?
Also ich habe keine weitere hier. Nee, die das ist Mutantenrüstung, die haben das einfach nur zweimal verschieden genannt scheinbar. Huh. Okay, hier ist nichts weiter. Weißt du, warum ich dachte, dass das hier mit dem Dining Room ist? Ja. Weil die Fensterfront, wo ich gerade den Doppelten erschossen habe. Ja, die ist ja genau, die sah ja auch. Die sieht exakt genauso aus. Das ist eine geile Bar. Ja, Mann. Schön im Pool eingelassen. Ja. Ach ja, hier gab's ja Gitarre und so. Ja. Rüst dir die Gitarre jetzt mal aus. Dann spielt er kurz, ne? Ja. Geiler Typ, ey. Diddididim. So, hier fanden wir noch eine zweite Schlüsselkarte. Hinten in der Ecke. Hier sind erstmal Unmengen Geld und noch ein Zettel. Genau, das ist dieser Zettel. Dass alle E-Mails ausgedruckt werden sollen, blablabla. Genau. Erstmal ein Koffer voll Geld. Alle reich hier. Das ist korrekt. Wahnsinn. Jetzt sind sie es nicht mehr. Das ist korrekt. Noch ein Koffer voll Geld. Und Pillen. Klassiker. Ich glaube, ich bekomme mal ein paar. Mir geht zwar gut, aber. Also, ich bin Karte. Ja, schadet nicht, ne? Overdose. Ah. Hier war die Schlüsselkarte irgendwo, ne? Ja, genau. Hier vielleicht noch irgendwo ein Zettel oder so ein Scheiß. Hier so viele Leute sitzen und keiner hat irgendwie mal einen Zettel dabei. Hier ist noch einer. Ja, mit den Golfbällen. Ja, Golfschläger, Golfbälle. Sehe ich nichts. Also ganz ehrlich, wenn ich hier wäre, ich würde einfach diese verdammten Sessel wegschieben. Dann käme ich da durch diese Tür durch. Brauchen Sessel, wir nicht durch. Ernsthaft Virginias Karte hierfür? Hatten wir die damals? Was denn für ein Schwachsinn? Ja, wir hatten die schon. Hatten wir hier zwei Karten gefunden? Nee, ne? Nee, Virginias Karte ist in diesem Unterwasser-Ding. Wo es den Crossbow geht, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, dieser Crossbow gab, ja. Ja, Foodbunker ist das. Tatsächlich. Aber dafür brauchten wir dann die Karte. Hier. Ja, moin. Oh, voll daneben war ich. Hat sie gesungen? Ich geh definitiv nicht mehr. Nee. Okay, jo. Das ist natürlich. Okay, gut, das heißt, wir müssen hier nachher nochmal rein. Mhm. Der Foodbunker, wo war er denn? Ja, doch, da kommen wir ja gleich hin. Yeet. Oh mein Gott. Also sind wir nicht beim letzten Mal zuerst reingegangen? Nein. Ernsthaft? Schon alle Karten, ja. Verrückt. Oh, hübsche Ansicht. Ja. Und los. Oh. Geil. Oh, hier direkt. Jo. Rein da. Ach ja, hier war es ja so ekelhaft still. Ja, genau. Das mag ich immer noch nicht. Babys! Nicht nur. Oh Gott! Hab ich mich verjagt? Oh nee, den heute ich nicht. Egal. Passt. Kettensäge.
Okay, beinahe dachte ich wirklich, ich wäre gespackt. Du hättest dich nicht mal beschweren können. Ist korrekt. Neue Anleitung. So, hier lag ja noch ein Zettel, aber den hatten wir schon mal woanders gefunden. Artefakt 2. Hektor Liter, ernsthaft jetzt? Irgendwas bewegt sich hinter dir. Hast du es gehört? Ja. Ich habe schnell Energy. Was wir auch noch brauchen, ist der Dosenöffner. Oh ja, stimmt. Aber ich glaube, den gab es auch in dem Food-Dings, ne? Ich glaube ja. Hallo Babys. Oh, das hat ja absolut grandios funktioniert. Oh, hinter dir. Oh. Bruder, was soll denn das? Schon ja, ein bisschen beklemmend, tolle Alter. Tolle Stille hier immer drin. Ja, ehrlich. So, und dann fielen wir hier irgendwo runter und dann waren wir wieder in der einen Höhle auf der anderen Seite. Und das war auch so ein Umläufer. Alles mitnehmen. So, raus hier!